Willst du etwa schon wieder gehen? Wir sind hier auf etwas gestoßen. Die Handlanger von einem verkommenen Superhirn, die im Schatten der Nacht ein ganz schön garstiges Süppchen kochen. Du bist ein Superheld. So steht's an meinem Briefkasten. Nehme ich an. Und du observierst sie. Das bedeutet, ich habe recht? Du hast faule Früchtchen gefunden, Freund. Heißt das, glaubst du, das ist die Pyramid Gang? Welche Rolle spielt das? Sie arbeiten alle für denselben verderbten Tyrannen. Warte, bist du etwa auch der Meinung? Das Böse trägt jeden verfügbaren Handschuh. Bereit? Nein, stopp, bleib stehen. Du kannst da nicht runtergehen, das sind locker ein Dutzend Männer. Wahnsinn! Nein, du darfst sie nicht warnen, verstehst du? Wie du eben schon gesagt hast, das sind nur ein Haufen Handlanger. Ich brauche sie, damit sie mich zum Kopf der Bande führen. Kopf der Bande? Feingliedrig? Zurückgezogen? Böse? Und er ist heute Abend nicht anwesend? Ich kann nicht beweisen, dass er noch am Leben ist. Noch nicht. Du rätst also zu Finesse? Ja, ich Finesse. Keule, verrätst du mir deinen Namen? Arthur. Arthur! Und das ist dein Kostüm? Meine Klamotten. Ja, sicher. Diese Brücke überqueren wir, nachdem wir sie niedergebrannt haben. Wie jetzt? Wow! Sieh einer an, wie dieses 3-Pfund-Universum da drin am Rattern ist. Was für ein prächtiges Denkorgan. Das könnte hilfreich sein. Wer bist du? Ich bin The Tick. The Tick, die Zecke. The Tick. Du spürst es auch, nicht wahr, Arthur? Des Schicksals warme Hände hinter deinem Rücken, wie sie dich drücken und immer weiter vorantreiben. Es ist auf unserer Seite. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie... Ich bin nicht verrückt. Natürlich nicht, Arthur. Deine gesunden Augen sehen eine kranke Welt. Oh Gott. Ach, wie gemütlich. Danke, dass du das Piepen ausgemacht hast. Du bist echt? Verlier dich nicht in Belanglosigkeiten. Wir haben einen Tiger am Schwanz. Das ist also dein Hauptquartier, ja? Nein, das ist meine Wohnung. Ist das der geheime Hebel? Was ist... Oh. Nein, nichts anfassen. Wow, das kriminologische Labor. Alles so durchdacht und kompliziert. Du hast Ideen, Theorien. Ein sehr guter Sidekick. Sidekick? Wie kommst du denn bitte auf Sidekick? Du bist perfekt. Anfassen. Du hast Köpfchen und ich habe alles andere. Komm schon, fühlst du es nicht auch? Wir beide sind Teil eines Plans, der größer ist als wir. Wovon redest du da bitte? Ich bin ein Superheld, Arthur. Ich bin unverwundbar. Ich habe die Reflexe einer olympiatauglichen Dschungelkatze. Ich bin so stark wie 10, vielleicht 20 Männer. Eine ganze Bushaltestelle voll mit Männern. Aber meine größte Stärke ist folgende. Wenn das Schicksal spricht, dann spricht es zu mir. Es lässt dich übrigens schön grüßen. Und es wollte, dass ich dir das hier gebe. Nein, nicht auf den Tisch schmeißen. Na, da ist er ja. Ich hab dir doch gesagt, das Outfit ist ein Gewinner. Es wurde zweimal auf dich geschossen. Elektroschocks und ein Fall aus dem dritten Stock. Und sieh dich nur an. So lebendig wie Löwenzahn. Warum hast du Miss Lind und die gesamte Pyramid Gang auf mich angesetzt? Oh, den Ruhm dafür würde ich gerne einstreichen, aber das warst alles du. Die ganze Lauferei, du bist den Spuren gefolgt und hast das Schurkengold gefunden. Ah. Was? Ist das nicht wirklich eine wunderschöne Seitengasse? Oh. Hast du... Du siehst irgendwie anders aus. Danke. Du hast diesen Anzug gestohlen und mich dazu gebracht, ihn anzuziehen. Was hast du dir nur gedacht, Tick? Oh, ich lasse das Schicksal über solche Dinge entscheiden. Ich bin wirklich nicht ein Denkexperte. Ganz sicher nicht. Wie lautet der Plan? Hä? Was? Der Plan. Als du nicht zurückgekommen bist, dachte ich mir, dass du wieder einen raffinierten Plan schmiedest. Du weißt schon, Finesse, deine Worte. Also, ich bin ganz Ohr, raus mit den Einzelheiten. Ich hab keine Einzelheiten. Was tue ich hier? Was habe ich getan? Du hattest eben deinen ersten Superheldenkampf und du siehst klasse aus. Ich hab ihren Anzug an. Nicht ihren Anzug, deinen Anzug. Nein.
Pancho! Eine sonderbare Wende. Ich sehe nur nicht den strategischen Vorteil in der Umlagerung von hundsgewöhnlichen Ponchos. Hallo! Hey! Hallo! Hey! Ich will ihn wieder zurückgeben. Den Anzug. Bitte. Was willst du? Er will ihn zurückgeben. Das finde ich großartig. Dann hüpf doch mal rein, Kleiner. Könnt ihr, bitte, wenn ihr mich nicht umbringt, wäre das echt super. Wir können anrufen und fragen. Naja, das ist immerhin, ja. Es reicht, Tick! Stopp! Ich gebe auf, okay? Doch nicht vor dieser Dose voll Würmer! Hör nicht auf deine Schwester. Du kannst nicht normal sein. Bleib einfach weg von mir, okay? Bleib weg von mir. Ach, Keule. Jetzt Keule? Komm schon. Keulen werden abgeknabbert und dann an Hunde verfüttert. Keulen sind auch gute, gute Freunde. Er will nicht aus meinem Laden raus. Ja, ich erledige das. Arthur! Hi, Tick. Was tust du hier? Er kauft nichts, das ist sicher. Arthur, das ist Ouma, Goats Großmutter. Goat? Ja. Sein Name ist Goat? Natürlich heißt er Goat. Du solltest die Namen deiner Nachbarn kennen. Das macht das Gruppenknuddeln für alle viel einfacher. Ich habe Oomas Katze gerettet und sie hat sich bedankt mit einem leckeren Teller voll, wie spricht man das aus? Tuvo Shinkafa. Nennen wir es einfach Reis. Hey, stört es Sie, wenn wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Nein. Danke. Etwas Reis? Nein, auf gar keinen Fall. Hör zu, Tick, was du letzte Nacht gesagt hast, ist richtig. Overkill muss auf jeden Fall gefasst werden. Das ist doch Heilsalbe für meinen brennenden Juckreiz. Du und ich überstellen diesen mörderischen Irren an den eisernen Busen von Lady Justitia. Nein, nein, Tick, 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 Tick. Ohne mich, klar? Lass mich da raus. Ich bin durch mit der ganzen Verbrechensbekämpfung. Ich denke, du solltest Overkill fangen und ihn fragen, ob er irgendwas über diesen Anzug weiß. Ach, Keule. Fragen stellen ist wohl eher dein Fachgebiet. Ich bin eher so der Fressepolierer. Also, ich sage, du schlüpfst in diesen besagten Anzug und wir beide ziehen los und schalten diese Gestalt aus. Mano a onzo. Meine, das geht doch körperlich gar nicht. Seine gigantische Lunge wäre nicht imstande, genug Sauerstoff aufzunehmen. Er würde binnen Minuten ohnmächtig werden. Die Regierung versucht nur, eine öffentliche Hysterie zu erzeugen, als Vorwand dafür, Vorschriften zu verhängen. Und deswegen mischen die uns auch Fluor in unser Trinkwasser, um unsere Gedanken kontrollieren zu können. Außerdem nutzen die unsere Amalgamfüllungen, um uns abzuhören und Gedanken zu lesen. Ich bin's! Hi! Hi, Arthur. Bist du endlich durch mit dieser Geheimidentitäts-Job-Geschichte? Tick, ich bin noch nicht mal seit einer Stunde hier. Ich weiß, eine halbe Ewigkeit. Okay, hast du Overkill gefunden? Ich hab nachgesehen und rumgefragt. Dann war ich wieder verwirrt, wen ich überhaupt suche. Und dann verbrachte ich eine halbe Stunde damit, aus dem Busbahnhof rauszufinden. Du hast ihn nicht gefunden. Leider nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Frage verstanden habe. Ich meine, trägst du ein Outfit oder siehst du so aus? Wow. Arthur, jetzt weiß ich, was du mit Familie gemeint hast. Die anderen sind wie ein Spiegelbild. Bin ich jemals nackt? Oder bin ich jemals nicht nackt? Toll. Hey, Tick, willst du nicht langsam gehen? Will ich? Musst du nicht. Muss ich nicht? Du bist besser als ein Geburtstagszauberer. Alles klar. Machen wir ein Foto? Mein Cousin Jeff hat mir eine Kamera mit Stock geschenkt. Irre. Kann ich noch etwas Käse haben? Natürlich! Herrlich! Arthur, wie sag ich das? Mord ist einfach uncool. Das ist doch klar. Niemand sagt, Mord ist in Ordnung, okay? Die Dinger sind teuer. Na gut, der vielleicht ein bisschen, aber sonst
Hey, jetzt ist aber mal gut. Ich weiß, wer Karl ist, Walter. Hast du? Ich muss dringend mit Midnight reden. Also hast du eine Karte? Entschuldige, ich hatte leider kein Glück. Es gab nur eine limitierte Anzahl Karten. Na gut, lass uns. Ja, ich habe eine Frage, guter Junge. Guter Junge? Ich habe gerade mal reingesehen und in Kapitel 18 gibst du vor, eine Identitätskrise zu haben. Meinst du damit eine Ich-weiß-nicht-wo-ich-herkomme und habe keine Ahnung, wer oder was ich bin, Krise? Denn guter Hund, da bellst du meinen Baum an. Hör auf damit, stell ihm die Superior-Frage. Ich soll mich stellen? Jetzt lass mich einfach ans Mikro. Hi, hallo, hi, alle zusammen. Wow, hi, du bist ein Freund von Superior, nicht wahr? Sie werden warten müssen, bis Sie dran sind. Ganz kurz, nur eine Sekunde. Ich habe sehr wichtige Informationen, die die Superior erreichen müssen. Wärst du imstande, uns zu helfen? Haben Sie eine Frage zum Buch? Nicht direkt, nein. Über Terror, Karamasow. Ich mal. Weil er ja anscheinend immer noch um diesen riesigen Idioten rumschwirrt. Hat dich das Duschen entspannt, Keule? Hat es. Ich hoffe, dein feuchtes Erlebnis war ebenso erweckend wie die Lektüre dieses überaus ausschweifenden Hundebuchs. Ich wurde mit einem riesigen Fanfarenstoß auf die Suche nach mir selbst zurückgerufen. Hey, Jake, hast du irgendwas mit meinem Helm gemacht? Wieso? Ist er ausgeleiert? Die Antenne hat sich aus der Befestigung gelöst. Da muss der Kofferdeckel draufgefallen sein. Scheiße, was soll das denn jetzt? Vielleicht schreit er vor Schmerz, weil er sein Hasenohr vermisst.